Holy Rü, meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Pokémon Blattgrün. Wir müssen immer noch durch den Mondberg gelangen. Haben wir noch Schutz? Okay. Ist ein wenig her, dass ich aufgenommen habe. Ich glaube, 5 Tage oder so. Vielleicht doch länger. Vielleicht doch einen Tag kürzer. Weiß es nicht. Ist auf jeden Fall etwas länger her. Gegen dich hatten wir gekämpft, ne? Ja, hatten wir, okay. Da waren wir auch schon drin, das weiß ich. Und gegen ihn haben wir noch nicht gekämpft. Oh, okay. Bist du auch auf Forschungsreise? Nee. Eigentlich nicht. Ja, so wie gesagt, ein bisschen länger her, dass ich aufgenommen habe. Deswegen weiß ich nicht mehr, gegen wen wir gekämpft haben und wie weit wir waren. Ich glaube, wir waren nur in der Treppe unten, oder? Und danach habe ich dann Fluchtseil genutzt und bin wieder raus, um meine Pokémon zu heilen. Weil ja irgendwer, glaube ich, besiegt war, oder? Shiggy war? War Shiggy besiegt? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall bestreiten wir unseren Weg weiter durch den Mondberg und trainieren dabei weiter unser Shiggy, was hoffentlich in der Zeit Level 16 erreicht. Aber bei einem normalen Pokémon wie Radfratz können wir auch ganz gut Nidoran besiegen, trainieren würde ich sagen mit seinem Doppelkick. Ist glaube ich sehr gut. Eiskalt, Ruckzuckhieb. Aber vergiftet. Was halt eigentlich egal ist, weil ich glaube, so ein Doppelkick besiegt die Radfratz instant, ja. Okay. Zuerst mal ein Schlückchen Kaffee? Nidoran Level 14, sehr geil. Sehr geil, Zubat. Gegen Zubat, haben wir was gegen Zubat eigentlich? Ich glaube, ja doch, klar, Smackdown mit Konfusion. Stimmt. Passt ja ganz gut, dann können wir Smetbo auch noch ein bisschen trainieren. Weil Smetbo hängt ja momentan auch ein bisschen hinterher mit seinem Level 13. Ich habe übrigens nachgeguckt wegen den Attacken. Smetbo erlernt mit Level 15 Schlafpuder. Das ist natürlich geil. Das heißt, er würde auf jeden Fall Schlafpuder erlernt bekommen. Oder so ähnlich. Wir werden ihm auf jeden Fall Schlafpuder beibringen. Hey, ja nice, ein Trainer. Hilfe überall! Ach, du bist ja nur ein Kind. Überfall, nicht überall. Ey. Weißt du, Rufus, hallo. wir sind nur ein Kind, ne, aber er will trotzdem einfach eiskalt gegen uns kämpfen. Seine Ernte. Aber das ist ein gutes Training für Shiggy, würde ich sagen. Auch instant. 4-Level-Unterschied und vierfache Effektivität. Beziehungsweise vierfacher Damage durch doppelte Effektivität. Und Shiggy erreicht Level 15, sehr geil. Noch ein Kleinstein. Danach hat er wahrscheinlich noch einen Kleinstein. Oder vielleicht auch ein Onix, das wäre auch ganz nice. Weil Onix gibt nochmal mehr Erfahrungspunkte als so ein Kleinstein. ...183 Erfahrungspunkte, alles klar. Oh, ein Onix! Aber ich glaube, ein Level-Up für Shiggy dürfte trotzdem nicht drin sein. Ich meine, das Onix ist nur Level 10. Das ist also das Problem. Wow, das hat sich gerimed. Aber gut, ich glaube... Nee. Aber noch ein Trainer und Shiggy dürfte Level Up sein und sich entwickeln. Ah, vor dem Pokéball. Ein Schritt vor dem Pokéball. Ein Zubat. Eigentlich könnte ich es fangen, um den Pokédex ein bisschen zu vervollständigen, ne? Setzen wir mal Blubber ein, in der Hoffnung, dass es nicht stark genug ist, um Zubat zu one-shotten. Safe nicht, okay. Ha. Noch ein Blubber, komm. Ich kann auch Tackle einsetzen. Könnte vielleicht sogar noch mehr Damage machen. Aber... Nee. Jetzt wäre eh zu spät gewesen. Also ich glaube... Ja, noch ein Blubber hält es nicht aus. Das heißt, wir... versuchen es zu fangen mit einem Pokémon. Wir haben noch 3. Oh, das ist nicht gut. Komm. Yes! Zubat wurde gefangen. Sehr nice. Das ist schön. Zubat, Fledermaus. Dieses Pokémon lebt in Kolonien, an dunklen Orten. Es identifiziert und ortet Ziele mit dem Ultraschall. Ja, ist für eine Fledermaus so typisch, ne? Mondstein. Damit könnten wir Nidoran entwickeln instant. Wenn es sich zu Nidorino entwickelt. Allerdings will ich glaube, das war bis Level 22? Nee. 26, glaube ich. Bis dahin möchte ich warten.
Weil es dann noch eine schöne Attacke lernt. Die halt nützlich sein kann und die er als Nidoking, glaube ich, nicht mehr erlernt. Leider. Aber das Paras hier fangen wir auch. Noch ein Pokémon für unser Pokédex. Oh. Yes, gleich beim ersten Mal. Das ist schön. Paras ist safe so ein Pilz, oder? Parasit oder so. Paras, Pilz, ja, okay. Dieses Pokémon ernährt sich von Baumwurzeln. Die Pilze auf dem Rücken nutzt es als Wirtstier. Okay. Parasek ist auch ein cool aussehendes Pokémon auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, wirklich stark ist es glaube ich nicht, ne? Ich bin mir da gar nicht so sicher, aber es sieht auf jeden Fall cool aus mit seinem Riesenpilz auf dem Rücken. Das ist echt cool, aber hier haben wir noch ein Item, genau. Beleber, sehr geil. Damit wir jetzt nicht nochmal flüchten müssen, falls wir besiegt werden oder falls ein Pokémon besiegt wird. Hallo. Wir Erwachsene nicht auf den Wecker, du Nervensäge. Nee. Hey. Wer ist hier die Nervensäge? Team Rocket ist die Nervensäge. Radfratz. Level 13, okay. Aber nach diesem Radfratz dürfte Shiggy safe ein Level up haben. Und Level 16 kommen. Und ihr wisst alle, was mit Level 16 passiert, Leute. Ihr wisst alle, was mit Level 16... Ist Hyperzahn? Au! Okay. Das tut weh. Yes. Shiggy Level 16. Sehr geil. Das ist sehr, sehr geil. Ein Sandan. Ja, da bleibt Shiggy doch gleich drin. Gleich weiter Shiggy trainieren. Das ist geil. Ja, die Höhle ist halt echt perfekt, um Shiggy zu trainieren, ne? Auch wenn viele Team Rocket-Mitglieder mit Radfratz und Zubats und so auftauchen, kann man ja immer noch wechseln dann. Das ist halt trotzdem so ein ganz gutes Training für Shiggy. Hey, Shiggy entwickelt sich. Oh yeah. Glückwunsch, dein Shiggy wurde zu Shillock. Geil. Das ist schön. Wir haben jetzt ein Shillock, Leute. Ein Shillock. Ja. Wow. Das war spektakulärer, als ich es erwartet habe, Hust. Naja. Doch, Shillock ist cool. Shillock ist sehr cool. Und noch ein Team Rocket-Mitglied. Wir von Team Rocket werden die Fossilien finden, die Pokémon wiederbeleben nicht zusammengeschrieben und teuer verkaufen. Wiederbeleben und wiederbeleben? Ja, ich weiß nicht. Bin mir da gerade nicht so schlüssig, ob das nicht zusammengeschrieben wird. Aber egal. Ich hoffe, dass Radfratz wird gleich keinen Hyperzahn einsetzen, weil ich glaube, dann ist Shillock am Arsch. Obwohl, das hat er neue Werte bekommen mit... Okay, hat sich erledigt. Hat er neue Werte bekommen von der Verteidigung und so her. Von Verteidigung her. Ich weiß ja nicht, wie hoch das jetzt geworden ist. Zubat, ja, komm, Smetbo. Ich müssen wir auch ein bisschen mehr trainieren. Du bist auch erst Level 13. Aber egal. Ich würde sagen, so vor der... Ich weiß nicht, so... Na, nicht vor der Arena, aber... Ja doch, könnten wir eigentlich sogar hinkriegen. Vor der Arena vielleicht jedes Pokémon von uns mindestens so Level 18 kriegen. Ich weiß es nicht. Wir haben ja noch viele Trainer vor uns. Auch noch die Nugget-Brücke, wo ganz viele Trainer sind. Und danach noch die ganze Zeit. Könnte sogar hinhauen. Ich weiß es nicht. Je nachdem, welches Level die Pokémon da sind und wie viele Erfahrungspunkte sie geben. Hallo? Oh, hallo. Stopp, Hände weg. Wer zuerst kommt, mal zuerst. Die Fossilien gehören mir. Oh. Ich wusste gar nicht, dass er kämpfen will. Okay. Slimer. Ich glaube, da hätten wir gar keine gute Antwort. Doch, klar. Smetbo mit Konfusion. Ich glaube, ich wechsle auch, weil Shiggy ist ein bisschen sehr am Arsch. 10 KP. Ist nicht so geil. Giftwolke. Ist halt auch sehr, nicht sehr effektiv, ne? Oh, nee, warte. Ist vergiftet. Oh. Ups. Ups. Okay. Alter.
Okay, ich glaube, wir müssen gleich unser Smetboy erstmal von der Vergiftung befreien und danach heilen. Wir könnten theoretisch... Ja, doch, könnte man eigentlich machen. Schiller Level 17, sehr geil. Voltoball. Haben wir was gegen Voltoball? Eigentlich ja auch nicht, ne? Wir nehmen Nidoran, natürlich. Weil der gegen seine ganzen Sachen geschützt ist, sag ich mal. Wenn er eine Elektroattacke macht, weil Nidoran ja jetzt schon Boden ist, ne? Bin ich der Meinung. Und so ein Doppelkick ist halt doppelte Damage-Instanz. Und schönes Training für Nidoran natürlich. Voltoball dürfte ganz okay Erfahrungspunkte geben. Ich glaube, Voltoball kann auch gar keine Elektroattacke, oder? Kann der was? Weiß ich gar nicht. Deckel, ja. Oh, okay. Sehr gut. 264, ja doch, ist eine, ja doch. Smogon, ja, wir wechseln. Wir wechseln jetzt einmal auf, ein KP hatte Paras noch, lol. Okay, einmal auf Paras, damit wir Smetbo von der Vergiftung befreien können. Nicht Kampf, Poke, Beutel, Gegengift, Smetbo. Smog. Wow, Paras, hast du überlebt? Hoffen wir mal, Hust. Das war sogar sehr effektiv, lol. Stimmt, klar. Smetbo. Da dürfte Smog aber nicht effektiv drauf sein. Smetbo ist Käfer. Smog ist Gift. Paras war Pflanze. Bin ich der Meinung, oder? Ja. Ich wollte gerade sagen, wenn du jetzt wieder Giftwolke triffst, ne? Dann habe ich gerade ein Gegengift verschwendet. Das wäre echt nicht cool gewesen. Aber Smetbo dürfte jetzt Level 14 erreichen. Oh, safe. Und sogar noch die Hälfte vom nächsten Level, oder? Stachelspore. Stachelspore gibt... Nee, brauchen wir jetzt nicht. Nee. Brauchen wir nicht. Na gut, ich gebe dir eins. Yes! Hey, nicht so gierig. Ich sagte, ich gebe dir eines ab. Okay. Ich möchte jetzt aber vorher... Wir haben 4 Tränke. Ja gut, dann gebe ich erstmal Shilock ein. Dann kriegt Smetbo noch ein. Und das war's erstmal, würde ich sagen. So, was wollen wir denn? Helix-Fossil oder Dom-Fossil? Dom-Fossil war Kabuto, oder? Wir nehmen das Dom-Fossil. Nein, Helix war das. Ich werde es wahrscheinlich eh nicht wirklich nutzen. Okay, dann gehört das nicht mehr. Alles klar. Oh. Gegengift. Sehr geil. Dann haben wir das Gegengift, was wir eingesetzt haben, wieder rausbekommen. Das ist sehr schön. Oh, und wir sind draußen, Leute. Sehr gut. Und diese beiden geben uns doch Attacken, oder? Ein Schlag von roher Gewalt mit zerstörerischer, verheerender Wirkung. Wenn es darauf ankommt, ist Mega Heap die ultimative Attacke. Stimmt's zu, oder? Soll ein Pokémon diese Attacke lernen? Kann es denn irgendwer? Shilock könnte es. Sollen wir das mal Shilock beibringen? Eigentlich macht das sogar... Ja doch, eigentlich ist es sogar gar nicht mal schlecht. Ich meine, Mega Heap, ne, ist nett. Und Routenschlag brauchen wir eh nicht. Also können wir Mega Heap auch beibringen. Wem anders würde ich Mega Heap eh nicht beibringen. Also ich würde hier nicht nochmal zurückkommen. Du sollst gehen, ehe dich der arme, fehlgeleitete Kerl, der dort drüben nur Tritte trainiert, sieht. Hey. Brutaler Tritt, yeah, zerstörerische, verheerende Wirkung. Wenn es darauf ankommt, ist Megakick die ultimative Attacke. Jo. Kann das wer? Hoffentlich Nidoran? Nein, Shilock könnte es, aber das bringe ich ihm jetzt nicht noch bei. Du kommst angekrochen, wenn du die wahre Bedeutung vom Megakick erkennst. Megakick dürfte safe Nidorino oder so erlernen können, oder? Nidorino könnte möglicherweise wirklich Megakick erlernen, schätze ich mal. Briller, wow. Und vielleicht, also wenn nicht Nidorino, dann auf jeden Fall Nidoking. Und ich glaube, würde ich ihm sogar beibringen. Weiß ich noch nicht. Hallo? Du erstellst eine Enzyklopädie der Pokémon? Das klingt lustig. Ja, total.
Ich hätte gerne ein rotes Fahrrad, aber ich würde nicht damit fahren, damit es nicht schmutzig wird. Wow. Warum willst du dann ein rotes Fahrrad? Ich möchte ein Hollandrad kaufen. Ein Mountainbike hat keinen Gepäckträger. Ja, das stimmt. Hallo. Die Fahrräder sind ziemlich cool, aber ziemlich teuer. Fahrradladen, wir haben garantiert das Richtige für dich. Ja, alles klar. Eine Million Hulke-Dollar haben wir. Haben wir. Das ist ein bisschen teuer, ne? Meinst du nicht auch? Was hier? Azuria City, eine mysteriöse blaue Aura umgibt die Stadt. Ah. Hallo. Amos, zurück! Nein, nicht. Es ist schwer, ein Pokémon zu kontrollieren. Und deine Pokémon gehorchen hängt von deinen Fähigkeiten als Trainer ab. Okay. Hallo. Wer wohnt hier? Zu viel Zeit und zu wenig zu tun. Passiert nirgendwo etwas, das mich unterhalten könnte? Doch. Komm mit auf unsere Reise, alter Mann. Obwohl, lass es lieber. Außer dein Rücken und so geht's noch gut. Und du kannst sprinten mit Turbo-Tretern. Dann kannst du bekommen. Du bist auch ein Trainer? Zu sammeln und zu kämpfen ist nicht immer so leicht. Dazu ist die Pokémon-Arena. Arena-Leiterin Misty. Die Burschikose Meerjungfrau. Burschikose? Was ist das denn für ein Wort? Sag mir ehrlich gesagt echt nichts. Hallo. Will besitzt viele Pokémon. Es hat einige sehr selten in seiner Sammlung. Oh. Warum gehst du nicht nach oben und tauschst Pokémon mit deinen Freunden? Dadurch erhöht sich die Vielfalt deiner Pokémon. Der Level der Pokémon, die du durch Tausch erhältst, steigt schnell. Stimmt, aber ich habe keine Freunde. Nein. Dieser Bill. Ich hörte, für seltene Pokémon würde er alles tun. Oh. Hat man dir schon von Bill erzählt? Jeder nennt ihn den Pokémaniac. Aber ich glaube, die Leute sind bloß neidisch auf Bill. Wer würde denn nicht so, nicht mit seinen Pokémon prahlen? Das stimmt allerdings. Wir legen jetzt erstmal... Nicht nehmen. Ablegen. Wir legen jetzt erstmal Zubat und Paras ab. Beiden brauchen wir nicht mehr im Team. Und dann heilen wir erstmal unsere Pokémon. Und danach... Ja, gucken wir uns noch ein bisschen in der Stadt um und dann muss ich den Part leider auch schon beenden. Ja. Manu. Hallo, kleiner Mann. Wenn der Schlamus nicht im Weg wäre, könntest du den kleinen Baum fällen. Dann könntest du auf die andere Seite. Aber es gibt auch einen anderen Weg. Ich habe leider keinen Zerschneider, deswegen geht das nicht. Hallo. Hallo. Willst du deinen Quapuzzi nicht gegen einen Rosana tauschen? Nein, ich habe keinen Quapuzzi. Tut mir leid. Mein Mann tauscht für sein Leben gern Pokémon. Bist du auch ein Sammler? Würdest du bitte Pokémon mit ihm tauschen? Nein. Ich habe keinen Quapuzzi. Ich glaube, wenn, dann würde ich selber benutzen. Weil Quapuzzi ist ein cooles Pokémon. Verdammt cool. Hallo. Du sehr begabte Trainer tragen Pokémon-Orden. Wie ich sehe, bist du bereits Träger eines Ordens. Die Orden sind geheim... Was? Geheimnis umwoben. Also dann, über welchen der 8 Orden soll ich dir etwas erzählen? Über eigentlich gar keinen. Das würde ich alles gerne selbst herausfinden. Was gibt's hier hinten? Nichts. Ein Blumenfeld. Bestimmt liegt da ein Item oder so. Aber... Egal. Wer wohnt hier? Hallo. Stelle eine Vielzahl Medikamente aus Bärenpuder her. Mit gutem Bärenpuder kann ich jedes Medikament herstellen. Hast du Interesse an Bären? Klar. Warum lügst du mich an? Wie viele Bären hast du? Keine einzige. Warte mal, was ist, wenn ich Nein sag? Nö. Interessiert sich nicht für Bären? Auch als Kind sollte man sich für alle möglichen Dinge interessieren. Oh. Okay. Bärenmühle, Drucktempo-Platzierung. Okay. Alles klar? Oh. Hallo. Leute, ihr wurden beraubt. Das Team Rocket steckt hinter dem schrecklichen Verbrechen. Sogar die Polizei ist gegen das Team Rocket machtlos. Alter. Geh in das Haus. Diesen Hinterausgang. Einfach raus und guck nach rechts. Da steht ein Typ von Team Rocket. Ist das dein Ernst? Alter! Naja, okay. Inkompetent. Wir beenden jetzt den Part, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, bewertet den Part. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder, wenn wir diese Nuggetbrücke überqueren. Haut rein!